يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. Wie hat er das übersetzt? Kehrt zu Allah zurück, also führt die Tauba aus in einer aufrichtigen Form, so übersetzt er das. Das Wort Nasuh sollte euch auch bekannt vorkommen. Nasiha, schon mal gehört das Wort Nasiha? Was ist Nasiha? Nasiha bedeutet eigentlich wie Al-Khattabi sagte, er sagte Al-Nasiha iradatu khair lil ghayr, für andere Gutes zu wollen. Und jetzt haben wir das gleiche Wort hier in Bezug auf die Tauba. Tubu taubatan nasuha. Aufrichtige Tauba. Yani eine Tauba, mit der ihr euch selbst gut tut. Eine Tauba, mit der ihr euch selbst gut tut. Mit der ihr für euch selbst Gutes wollt. طيب. Also hier haben wir, der Prophet sagt, Allah Ta'ala sagt, taubatan nasuha. Eine Tauba, wie er das hier übersetzt, aufrichtige Taube, also eine Taube, mit der ihr euch selbst einen Gefallen tut. Mit der ihr euch selbst gegenüber ehrlich seid und Gutes wollt. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, in seinem Buch Madarijus Salikin ist eigentlich ein Kommentar zu einem Buch. Er sagt darin, die At-Taubatun Nasuh, das heißt diese aufrichtige, ehrliche Tauba, hat drei Bedingungen. Die erste Bedingung ist, dass sie umfangreich ist. Umfangreich, allumfassend ist. Das heißt, dass sie sämtliche Sünden mit einschließt. Eine allgemeine Tauba von jeglichen Sünden. Zweitens, dass die Tauba mit einer derartigen und soforten Entschlossenheit ausgeübt wird, dass man innerlich so gestimmt ist, mit dieser Entschlossenheit an die Sache rangeht und sich beschließt, felsenfest nie wieder zurückzukehren zu der jeweiligen Sache oder den allgemeinen Zustand. Und drittens, dass man mit dieser Tauba nichts anderes bezweckt und anstrebt als Allah Ta'ala selbst. Er bestrebt damit manchmal, der Prophet sagte, Inna al-Abda la yuhramu rizq bil-dhanbi yusibu, wie es im Muslim von Ahmed überliefert wird. Der Diener, ihm wird sein Rizq vorenthalten, wegen einer Sünde, die er begeht. Manche Menschen meiden Sünden, weil sie befürchten, dass das negative Auswirkungen auf ihr Leben hätte, negative Auswirkungen auf ihr Ansehen, negative Auswirkungen auf ihre Gesundheit oder einfach Stigmatisierung. Befürchtet, wenn er das und dieses macht, dass er gesellschaftlich abgestoßen wird. Und um seinen gesellschaftlichen Rang zu halten, meidet er das. Die At-Taubatu Nasuh bedeutet, dass man mit der Tauba nur Allah Ta'alas Zufriedenheit anstrebt und nichts anderes.